In den Krankenhäusern bestehen besondere Anforderungen an die Kommunikation. Sie als Chief Technology Officer, Herr Kess, kennen Sie sich da bestens aus. Wie sieht das mit dem Blick auf E-Mail aus? Ja, die neue Datenschutzgrundverordnung bringt natürlich eine ganze Reihe von Anforderungen mit sich oder verschärft eine Reihe von Anforderungen, die es vorher schon gab. Insbesondere bei personenbezogenen Daten und da nochmal bei Gesundheitsdaten gilt natürlich eine hohe Anforderung an den Schutz. Und gerade bei der Kommunikation aus dem Krankenhaus heraus, nach außen, muss dieser Schutz gewährleistet sein. Durch Verschlüsselung beispielsweise. Gibt es eine Besonderheit durch die neue Datenschutzgrundverordnung, die jetzt dieses Thema E-Mail-Kommunikation betrifft? Nun eben die Besonderheit, dass hier ein besonderer Schutz walten muss. Mit Lösungen wie beispielsweise mit CryptShare ist es möglich, solche Informationen verschlüsselt über die Unternehmensgrenzen oder die Grenzen des Krankenhauses hinweg zu übertragen und so die Kommunikation mit Patienten oder mit Ärzten oder mit anderen Stellen einfach abzusichern. Jetzt hört man oft von Seiten der Anwender, dass die Sicherheit, die IT-Sicherheit, der Spielverderber ist. Sieht das auch bei E-Mail so aus? Das sieht häufig bei E-Mail so aus. Also es gibt ja etablierte Verschlüsselungslösungen für E-Mail, Standards wie S/MIME und PGP, die es schon sehr lange gibt, die sich in der Breite aber nie durchgesetzt haben, einfach weil sie relativ komplex sind, erstmalig einzurichten und teilweise auch zu verwenden. Welche Krankenhäuser sind denn so Ihre Geschäftspartner? Beispielsweise die Unimedizin Göttingen wäre einer dieser Geschäftspartner, die mit CryptShare heute arbeiten. Gibt es auch von Krankenkassen Geschäftskontakte? Ja, beispielsweise die AOK oder die Techniker Krankenkasse arbeiten heute ebenfalls bereits mit CryptShare. Sicherheit ist auch immer eine Geldfrage, leider, Herr Kess. Krankenhäuser müssen also auch mit Kosten für die E-Mail-Verschlüsselung rechnen. Womit muss ein Krankenhaus rechnen, wenn es etwa 500 E-Mail-User hat? Ja, also wie Sie schon angedeutet haben, es hängt natürlich immer ein bisschen von der Anzahl User ab. Aber wenn wir jetzt mal von 500 Usern ausgehen, würde unsere Lösung mit der Outlook-Integration für 3 Jahre bei 14.000 Euro für das Krankenhaus liegen. Mit dabei sind sämtliche externen Kontakte, mit denen das Krankenhaus kommuniziert. Das ist nicht beschränkt und fließt nicht in den Preis mit ein. Gibt es da auch eine Service-Komponente? Eine Service-Komponente gibt es nicht. Es wird im Augenblick das Produkt verkauft und der Kunde, in dem Fall das Krankenhaus, betreibt dieses Produkt bei sich on-site. In dem Preis drin sind sämtliche Updates für die Laufzeit sowie der Support und natürlich die Nutzung der Software. Wir sind hier auf der ITSA 2018 in Nürnberg. Was haben Sie denn an Highlights, an besonderes Highlight mitgebracht auf diese Messe für die Anwender? Ja, wir werden die Kommunikation mit CryptShare noch weiter vereinfachen. CryptShare arbeitet heute mit Einmalpasswörtern für die Kommunikation, was sich sehr gut eignet, wenn man spontan mit wechselnden Kontakten kommunizieren muss, wie es auch im Gesundheitswesen häufig vorkommt. Wir wollen aber die wiederkehrende Kommunikation mit den gleichen Kontakten vereinfachen, indem nicht mehr jedes Mal ein Passwort mit ausgetauscht werden muss, sondern man dauerhaft sichere Verbindungen mit seinen etablierten Kommunikationspartnern herstellen kann. Das Ganze nennt sich Quick Technology und wird im ersten Quartal nächsten Jahres erscheinen. Und schon vorher machen wir einen Schritt zur Vereinfachung und werden die Möglichkeit bieten, die erzeugten oder eingegebenen Einmalpasswörter per SMS an den Empfänger zu versenden. Schön, dass alles einfacher wird, da wird der Anwender sich freuen. Auf jeden Fall.